Große Städte erfordern große Bahnknoten, die aufgrund ihrer Geschichte, den wechselnden Anforderungen und dem zum Teil nicht adäquaten Ausbau meist sehr kompliziert und ohne genauere Analyse kaum zu verstehen sind. In diesem Video wollen wir aber nicht erschöpfte Schlagen geben, sondern den Bahnknoten Frankfurt genauer auseinandernehmen und ihn uns anschauen. Viel Spaß! Im Folgenden wird sehr häufig erwähnt werden, auf welcher Strecke denn welche Linie bzw. welcher Zug fährt. Damit ihr euch dabei besser zurechtfindet, rate ich euch, sich zunächst die Dokumentation über den Zugverkehr am Frankfurter Hauptbahnhof anzuschauen, Link in der Videobeschreibung. Zunächst klären wir jetzt ein paar Grundlagen und schauen uns an, welche wichtigen Strecken sich in Frankfurt treffen. Während in Richtung Norden nur eine große Strecke, die Main-Weser-Bahn, über Gießen nach Kassel die Stadt verlässt, sind es nach Süden, Westen und Osten jeweils zwei. Nach Osten führen zwei Bahnstrecken gen Hanau, eine Nord- und eine Südmainisch, die sich dort nach nochmaliger Verzweigung in die Strecken nach Fulda und Würzburg aufteilen. Nach Westen kann man ebenfalls sowohl Nord- als auch Südmainisch fahren. Zum einen geht es über Höchst nach Wiesbaden, zum anderen über den Flughafen und Rüsselsheim nach Mainz. Nach nochmaliger Verzweigung geht es dann weiter auf die Rheinstrecke. Zusätzlich zweigt von der südmainischen Strecke dann auch noch die Neubaustrecke nach Köln ab. Nach Süden gibt es die Riedbahn und die Main-Neckar-Bahn, die beide in den Rhein-Neckar-Raum führen. Während es anders als in anderen Großstädten innerhalb von Frankfurt keinen direkten Güterring gibt, werden diese wichtigen Strecken großräumig mit einer Art Ring weit außerhalb der Stadt verbunden. Dennoch gibt es natürlich trotzdem noch Güterzüge, die über Frankfurt fahren, aber dazu gleich noch mehr. Wir starten jetzt unsere Tour durch den Knoten am Hauptbahnhof, den wir zunächst einmal in seine Einzelteile zerlegen, da die 5 Ausfahrten nicht alle von allen Gleisen erreichbar sind. Gleis 1a bis 8 bilden die sogenannte Südseite, von der aus man die Ausfahrt Gutleuthof erreichen kann. Von Gleis 4 bis 13 erreicht man die viergleisige Main-Neckar-Brücke, während man von Gleis 11 bis 16 zur Galluswarte fahren kann. Ab Gleis 15 befindet man sich formell auf der Nordseite, denn von dort bis Gleis 24 kann man die Ausfahrt Kleierstraße erreichen. Von selbigen Gleisen gelangt man auch zur sogenannten Mainzer Landstraße. Zwischen diesen beiden Ausfahrten ist auch die sogenannte Fädelstelle angesiedelt, an der man vom Hauptbahnhof kommend auf die S-Bahn-Strecke nach Höchst und Niederrad wechseln kann. Dazwischen befinden sich auch immer wieder Einfahrten in Abstellanlagen und das BW. Unser Blick richtet sich jetzt zunächst auf die Ausfahrt 3, also der zur Galluswarte von den Gleisen 11 bis 16. Nach einem Überwerfungsbauwerk, auf dem der Kurs in Richtung Norden gewechselt wird, zweigen kurz vor dem S-Bahnhof Galluswarte zunächst zwei Gleise von der Main-Neckar-Brücke und anschließend eins vom Außenbahnhof ein. Sie alle dienen Zügen, die nicht in den Hauptbahnhof einfahren wollen, wobei die Kurve in den Außenbahnhof auch eine wichtige Funktion für Abstellfahrten einnimmt. Unmittelbar vor der Station Galluswarte gibt es dann noch eine Verbindungsweiche zwischen Fern- und S-Bahn, die es vom oberen Hauptbahnhof kommenden Zügen ermöglicht, auf die S-Bahn zu wechseln. Diese wird aber planmäßig nicht genutzt. Weiter geht es auf der zweigleisigen Main-Weser-Bahn in Richtung Norden, parallel liegen die S-Bahn-Gleise. Nach knapp 2 Kilometern folgt der Bahnhof Frankfurt West. Die Main-Weser-Bahn fährt von hier aus weiter nach Friedberg, inklusive der S6. Die S-Bahn-Linien 3, 4 und 5 zweigen hingegen auf einem Überwerfungsbauwerk ab nach Rödelheim. Auch von der Main-Weser-Bahn zweigen Gleise nach Rödelheim ab, allerdings kann man, wenn man diese benutzt, dann nicht am Bahnsteig halten, da sie bereits vor den Bahnsteigen abzweigen. Neben ein- und ausrückenden S-Bahnen wird diese von einem RB15 stärker genutzt.
springen wir zurück zur Galluswarte. Wie angesprochen gibt es hier eine Verbindung zur Main-Neckar-Brücke. Diese stellt ebenfalls eine der Ausfahrten des Hauptbahnhofs dar, ausgehend von den Gleisen 4 bis 13, und ist als einzige Ausfahrt viergleisig, wobei alle vier Gleise von allen zuvor genannten Gleisen erreichbar sind. An der Stelle, an der nun die Gleise von der Galluswarte eintreffen, kann man noch einmal zwischen den vier Gleisen wechseln, allerdings nur von den vom Hauptbahnhof kommend rechten Gleisen auf die linken Gleise und nicht umgekehrt. So ist es nach Frankfurt Süd, wohin die linken Gleise führen, möglich viergleisig auszufahren, während man nach dem Isar nur zweigleisig ausfahren kann. Nach der Main-Neckar-Brücke trennen sich die beiden Strecken dann ohne weitere Weiche. Wir blicken zunächst auf die Gleise in Richtung Frankfurt Süd. An diesem Südbahnhof hält dann auch die S-Bahn, die aber zuvor durch den Citytunnel gefahren ist und deshalb genau andersherum am Südbahnhof ankommt. Wenn wir jetzt also mit dem Regionalzug vom Haupt- zum Südbahnhof fahren und kurz vor dem Halt Stresemannallee rechts eine S-Bahn-Strecke einzweigt, kommt diese nicht aus der Innenstadt, sondern aus Darmstadt bzw. aus Luisa, also von der vorhin abgezweigten Strecke. Es existiert also ein Dreieck und neben der S-Bahn gibt es auch eine eingleisige Verbindungskurve von Luisa zur Stresemannallee, die neben Güterzügen zum Beispiel auch vom Flixtrain genutzt, der wegen fehlendem Steuerwagen ja nicht über den Hauptbahnhof fahren kann. Verbunden mit dieser Einzweigung wird die Strecke vom Hauptbahnhof kommend ab der Stresemannallee viergleisig. Nördlich liegt hier noch eine große S-Bahn-Abstellung. Und kurz vor dem Bahnhof Frankfurt Süd wechselt die S-Bahn noch die Seite. Gleichzeitig zweigt von Süden her eine Strecke aus Frankfurt Stadion ein, aber dieser widmen wir uns später. Nach dem Südbahnhof trennt sich dann die Strecke weiter gen Osten auf. Für fast alle Fernzüge und die meisten Regionalzüge geht es auf der südmännischen Strecke über Offenbach weiter. Die ICE-Linie 13 sowie die Linien RE54, RB58, RE59 und der gesamte Güterverkehr fahren nordmainisch. Wichtig zu erwähnen ist, dass man von der Verbindungsstrecke vom Stadion aus am besten direkt zur nordmainischen Strecke gelangt, weshalb zum Beispiel bei Umleitungen wegen Bauarbeiten die Züge, die diese Verbindungskurve nutzen, meistens auch nordmainisch fahren. Auf dieser nordmainischen Strecke liegt am Bahnhof Frankfurt Ost auch ein Güterbahnhof. Aber genug zur Ausfahrt nach Osten, kommen wir zur Strecke nach Frankfurt-Luisa, die ja vorhin abgezweigt ist. In Frankfurt-Luisa treffen sich die vorhin angesprochenen Strecken vom Hauptbahnhof und vom Südbahnhof. Zudem zweigt dann kurz hinter Luisa auch noch eine einlässige Verbindungskurve ab, die auf die Strecke Südbahnhof-Stadion trifft, von der wir ja eben schon mal kurz gesprochen haben. Eine ähnliche Verbindungskurve gibt es auch in Richtung Süden, also von der Verbindungsstrecke kommend auf die Main-Neckar-Bahn in Darmstadt. Nachdem die S-Bahn dann noch die Seite gewechselt hat, entsteht auf der östlichen Streckenseite ein drittes, beziehungsweise die S-Bahn mitgezählt, fünftes Streckengleis. Und im Bahnhof Neu-Isenburg befindet sich dann das ehemalige Autoreisezugterminal, welches heute nicht mehr genutzt wird. Das damit entstandene fünfte Gleis führt noch weiter bis Dreieich-Buchschlag, wo dann die Dreieichbahn abzweigt. Danach geht es weiter in Richtung Süden. Jetzt müssen wir zunächst ein gutes Stück zurückspringen, und zwar zum Hauptbahnhof. Wie anfangs erwähnt, kann man zum einen Richtung Gutleuthof und in Richtung Kleierstraße ausfahren. Nach der Vorbeifahrt am BW1 zweigen dann diese Strecken aber wieder zusammen und führen unter anderem nach Niederrad. Parallel läuft eine S-Bahn-Strecke. In Niederrad zweigt dann noch vor dem Bahnhof davon ein Gleis ab und führt zur Verbindungsstrecke Südstadion. Hinter Niederrad trifft dann auch die Hauptstrecke auf dieser Verbindungsstrecke und beide Strecken erreichen gemeinsam Frankfurt Stadion. Von dort aus geht es zum einen auf die Mainbahn in Richtung Mainz, inklusive Flughafenspange, zum anderen geht es auf die Riedbahn gen Mannheim, weil nach wenigen 100 Metern die Neubaustrecke nach Köln abzweigt. Dabei nutzen den Abzweig zum Flughafen-Fernbahnhof nicht nur die Fernzüge direkt ins Ruhrgebiet, sondern auch die in Richtung Mainz, die dann nach dem Flughafen wieder auf die Mainbahn zweigen können. Außerdem ist es auch möglich, von der Regionalstrecke des Flughafens auf die Neubaustrecke aufzufahren, diese Kurve wird aber planmäßig nicht genutzt. Zurück nach Frankfurt, denn wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, ist die vielfach angesprochene Verbindungsstrecke Stadion-Südbahnhof sehr, sehr vielfältig nutzbar.
Zwischen den Abzweigen nach Niederrad und Luisa liegt die Abzweigstelle Forsthaus. Man spricht daher meistens einfach von Zügen, die über Forsthaus fahren, womit dann jene Verbindungsstrecke gemeint ist. Zum einen dient die Strecke Zügen den Hauptbahnhof umfahren, also zum Beispiel Güterzügen, aber auch der ICE-Linie 13, dem RE59 und einigen Verstärkern und gegebenenfalls auch Umleitungszügen. Ebenfalls genutzt wird die Verbindungskurve aber auch für mehr Flexibilität im Knoten Frankfurt. Aus Darmstadt kommend kann man zum Beispiel über die normale Einfahrt, also über die Menneckerbrücke, nur die Gleise 4 bis 13 erreichen. Fährt man aber hinter Neu-Isenburg weiter über Forsthaus und Niederrad und von dort aus in den Hauptbahnhof rein, kann man auch alle anderen Gleise erreichen. So fahren zum Beispiel einige Fernzugverstärker oder auch Umleiterzüge dort lang. Dasselbe Prinzip lässt sich auch für Züge von und nach Frankfurt Süd anwenden, so fahren zum Beispiel der Freizeitexpress Frankenland oder einzelne RB58er über Forsthaus und Niederrad. In diesem Fall liegt das aber eher an fehlender Trassenkapazität zwischen dem Süd- und dem Hauptbahnhof. Noch häufiger genutzt wird die Möglichkeit, über Forsthaus zum Stadion zu fahren. Fast alle ICEs ins Ried oder gen Köln fahren nämlich vom Hauptbahnhof nicht über Niederrad zum Stadion, sondern über Luisa. Damit ist man nicht nur etwas schneller als über Niederrad, sondern kann am Hauptbahnhof auch über fast dieselben Gleise ausfahren, über die man zuvor aus Hanau kommend eingefahren ist, was unnötig viele Kreuzungen vermeidet. Nicht über Forsthaus verkehren meist nur die in Frankfurt beginnenden bzw. endenden Fernzüge, sowie zum Beispiel die ICEs Hamburg-Stuttgart und Hamburg-Basel. Da die Verbindungskurve in Luisa nur eingleisig ist, hat man dort die recht seltene Möglichkeit, viele Fernzüge auf einer kleinen, eingleisigen Strecke aufzunehmen. Was wir uns jetzt zuletzt noch nicht angeschaut haben, sind die Fahrtmöglichkeiten in Richtung Frankfurt Höchst. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen die aus der S-Bahn hervorgehende südlichere Strecke. Für Regionalzüge, die diese Strecke benutzen wollen, besteht die Möglichkeit, an der am Anfang schon einmal angesprochenen Fädelstelle auf das S-Bahn-Gleis zu wechseln. Eine größere Rolle als beim Regionalverkehr spielt die Strecke bei Wasch- und Rangierfahrten. Denn die südlichere Strecke führt direkt am BW und der Werkstatt der DB Region Fernverkehr in Frankfurt-Griesheim vorbei, weshalb etliche Leerfahrten von und zur Waschanlage in Frankfurt-Höchst stattfinden. Neben der südlichen gibt es natürlich auch eine nördliche Strecke, die direkt und zweigleisig vom Abzweig Gutleuthof aus entspringt. Zudem werden die Gleise aber auch aus Richtung der nördlichen Bahnhofsseite erreicht, nämlich über den aktuell noch eingleisigen Homburger Damm, der sich aber im zweigleisigen Ausbau befindet. Kurz hinter der Einzweigung zweigt dann noch die eingleisige Rebstockkurve nach Rödelheim ab, die normalerweise nur von der RB15 genutzt wird. Sowohl die Nord- als auch die Südstrecke nach Höchst sind zudem mit eingleisigen Verbindungskurven von Niederrad aus erreichbar. Außerdem ist die südliche Strecke auch vom Außenbahnhof befahrbar. Beide Strecken führen nach Höchst, wo sie zusammentreffen. Einen Halt später, in Frankfurt-Höchst-Fahrwerke, werden die Strecken dann neu sortiert und es geht nach Wiesbaden und Limburg weiter. Damit haben wir jetzt per se alle Strecken im Knoten Frankfurt abgehakt, aber da wiederholt es ja bekanntlich besser im Kopf bleibt, hier nochmal ein Überblick, welche Züge denn welche Strecken benutzen. Beginnen wir mit dem Güterverkehr. Kommt ein Güterzug aus Richtung Höchst, bestehen für ihn natürlich zunächst zwei Optionen zur Fahrtstadt einwärts, wobei meistens die nördlichere Strecke genommen wird. Wenn der Zug auf dem Weg zur Main-Weser-Bahn ist, muss er südlich fahren und kann durch den Außenbahnhof seine Zielstrecke erreichen. Für alle anderen Züge geht es nach Niederrad und dann entweder weiter auf die Ried- oder Mainbahn oder zum Forsthaus, von wo aus die Main-Neckar-Bahn und über Frankfurt Süd auch das Kinzigtal sowie die Main-Spessart-Bahn zu erreichen ist. Es ist aber ebenfalls auch nicht unmöglich, vom Forsthaus aus wieder über die Main-Neckar-Brücke zur Main-Weser-Bahn zu gelangen. Sinnvoller ist dieser Fahrweg zur Main-Weser-Bahn über die Main-Neckar-Brücke aber für Güterzüge aus Darmstadt oder Hanau, wobei auch diese dann immer die Möglichkeit haben, doch über Forsthaus, Niederrad und den Außenbahnhof zu fahren. Ebenso wie die Züge aus dem Ried oder Mainz, die normalerweise durch den Außenbahnhof fahren, für die es aber dann theoretisch auch wieder möglich ist, die Main-Neckar-Brücke zu benutzen.
Wiederum sehr einfach ist es bei den Zügen von und nach Hanau, denn außer den Zügen zur Main-Neckar- und Main-Weser-Bahn müssen Sie alle zunächst zum Forsthaus fahren und sich von dort aus wieder nach dem uns schon bekannten System verteilen. Auch hier ist es wieder möglich, die Main-Weser-Bahn über den Außenbahnhof zu erreichen. Des Weiteren haben Güterzüge auch die Möglichkeit, von der Ried- oder Mainbahn kommend, über Forsthaus wieder auf die Main-Neckar-Bahn einzuzweigen. Widmen wir uns nun dem Personenverkehr. Die Züge, die den Hauptbahnhof in Richtung Gutleuthof verlassen, teilen sich dann auf. Die Linien RE4, 1420 und RB22 fahren über die Mainzer Landstraße nach Höchst. Die S7 und einige Fernzüge fahren über Niederrad zum Stadion. Ab und zu starten hier auch Züge in Richtung Darmstadt oder Hanau, die dann in Niederrad zum Forsthaus abzweigen und so ihre Strecke erreichen. Nach Darmstadt dauert der Umweg über Forsthaus ca. 5 Minuten, nach Hanau sogar bis zu 10 Minuten. Nicht ohne Grund fahren deshalb normalerweise die Züge dieser Relation von den Gleisen 4 bis 13 und nutzen die Main-Neckar-Brücke. Während die Darmstädter Züge dort von Anfang an nur 2 Gleise zur Verfügung haben, können die Hanauer Züge bis kurz vor der Main-Neckar-Brücke auf 4 Gleise zurückgreifen. Ab Frankfurt Süd fahren der RE54 und die RB58 nordmainisch weiter, der Rest geht südmainisch. Bei der Main-Weser-Bahn ist es eigentlich am einfachsten, denn hier bleibt den Zügen ohne eine weiträumige Umleitung über Hanau nichts anderes möglich, als direkt in Richtung Frankfurt West auszufahren. Es folgen als nächstes, deshalb jetzt die Züge von der Nordseite. Zum einen gibt es den RE2, 370, die RB31 und einige Fernzüge, die nach Niederrad fahren. Am Hauptbahnhof starten der S8-Verstärker, aber auch zum Beispiel manchmal der RE2 oder der RE3, können an der Fädelstelle auf die S-Bahn-Strecke nach Niederrad wechseln. Genauso wie es auch RE20, RB22, RB10 und RB12 tun, wenn sie über die Südstrecke nach Höchst fahren wollen. Ansonsten geht es für diese, wie schon angesprochen, über den Homburger Damm und die sogenannte Mainzer Landstraße. Auch den Homburger Damm benutzt die RB15, die dann weiter über die Rebstockkurve nach Frankfurt-Rödelheim fährt. Einmal fährt eine RB15 aber auch über Frankfurt-West. Außerdem gibt es mit der ICE-Linie 13 und dem RE59 auch Taktzüge, die nicht am Hauptbahnhof halten und die Strecke über Forsthaus nutzen. Das kommt auch häufig bei Umleitungen vor. Zum einen können Fernzüge aus Hanau kommend direkt über Luisa nach Darmstadt oder über das Forsthaus auf die Riedbahn oder gen Mainz fahren. Ersteres macht ja unter anderem auch der Flixtrain. In diesen Fällen findet dann am Südbahnhof ein Ersatzhalt für den Hauptbahnhof statt. Wenn ein Zug von der Main-Weser-Bahn umgeleitet wird, hält er in Frankfurt-West und verkehrt dann über die Main-Neckar-Brücke nach Darmstadt oder weiter über das Forsthaus zur Riedbahn. Bei letzterer Fahrt ist dann auch wieder der Weg über den Außenbahnhof möglich. Letzter erwähnenswerter Aspekt ist die Tatsache, dass mit Hilfe vom Forsthaus auch sehr einfach Drehfahrten von Fern- oder auch Regionalzügen durchgeführt werden können. Damit wäre ich jetzt am Ende dieser Dokumentation angekommen. Es war möglicherweise ein bisschen unabwechslungsreich und vielleicht auch sehr trist, aber ich hoffe, ihr konntet etwas dazulernen und wisst jetzt besser über das ziemliche Knotenwirrwarr in Frankfurt Bescheid. Wie fandet ihr denn diese Art von Video und solltet ihr so etwas vielleicht öfter machen oder interessiert euch das eher weniger? Schreibt es mir einfach gerne in die Kommentare und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.